So, hallo, wir machen weiter bei Tears of the Kingdom. Letztes Mal haben wir wieder am Ende des Parts einen Schrein ausgelöst, den wir jetzt noch machen müssen. Wir sind bei einem Stall. Ich glaube, es ist der Stall des Waldes. Ich hoffe es, weil da jetzt einiges dann wichtig sein dürfte. Wir bekommen hoffentlich endlich gesagt, was es mit diesen Maioi-Viechern auf sich hat. Das ist zumindest meine Hoffnung für den Part, dass wir das jetzt mal lernen. Wir werden sehen, ob es stimmt. Cool. Hui. Dankeschön. So. Okay. Hier geht's einfach nur runter. Da ist eine Truhe. Na gut, dann hole ich mir den jetzt erstmal. Wenn der kommt. So, zack. Ach, immer diese Schilder. Ja, aber was soll ich tun? Passt schon. Ich habe jetzt den Nutzen von diesen Sonarium-Dinger noch nicht so ganz, muss ich gestehen, für mich entdeckt. Aber hey. So, du kannst eigentlich gleich mal hier bleiben. Bestimmt brauche ich dich noch. So, haben wir schon alle Truhen damit eigentlich? Nein, es gibt noch mehr Truhen. Okay. Gut zu wissen. Muss ich nämlich gleich mal gucken, wo die zweite Truhe ist. Oder zählt die jetzt wieder nicht, weil ich sie nicht genommen habe? Das wäre natürlich dumm. Ah, kann das sein, dass die nicht zählt, weil ich sie nicht genommen habe? Oder gibt es einfach noch eine andere Truhe? Aber da drüben ist halt schon Schluss. Und ich wüsste jetzt nicht, wo noch eine Truhe sein soll. Ah, nee, muss ich die in den Schreinen wieder nehmen? Es hilft nichts, ich muss es kurz testen. Aber das wäre dumm, wenn das so wäre. Ah, okay, das ist doof. Das ist der übliche Quatsch, aber was soll's. Das ist der übliche Quatsch. Aber wie gesagt, was soll's, es ist halt so. Okay, das Ding löst einfach so ein Teil aus. Ja, dann ist relativ klar, wie die Geschichte hier funktioniert. Dum-di-dum-di-dum. Hui. Das war jetzt kein Act. Dafür, es ärgert mich bis heute, dass wir an diesem einen ersten Schrein, in dem ich war, so Probleme hatten. Wodurch ich erstmal das Gefühl bekommen habe, dass die Schreine voll schwer wären.
Und jetzt sind alle anderen Schreine sind einfach so, ja, ne? Super easy halt. Ich muss kurz was trinken, Moment. So. Okay. Prima. Also bisher halt wirklich überhaupt keine großen Problemschreine gehabt. Bis auf den allerersten, wo ich einfach dumm war. Ich bin gespannt, ob noch schwierigere Schreine kommen, ne? So wie im Original, also im Original. In Breath of the Wild waren ja doch einige Schreine dann schon größer und kniffliger mit der Zeit. Aha. So kommen wir hier hoch. Jawollo. Oh, Rakete dreimal. Gut. Jetzt ist da scheinbar jemand. Als ich vorhin dort war, war niemand da. Was soll das denn? Aber egal. Wir gehen jetzt als erstes mal zu der Fee. Vielleicht kann ich da ja schon was tun. Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal aus. Und dann gehen wir zum Stall. Aber die sieht aus, als ob ich sie auslösen könnte. Wahrscheinlich braucht die auch wieder dann so 100 Rubin oder so, ne? Man kennt's. Manöverplatz, okay. So. Du bist ein Monster, oder? Nein, bin ich nicht. Ich weiß genau, dass du hinter meinem Segen her bist, der Kleidung verstärken kann. Diese Welt erstickt an Monstern und Miasma, heißt es. Wenn ich nur daran denke, dass ich nie wieder den zarten Klang einer Geige... Okay, sie braucht eine Geige. Ja, verdammt. Okay, sie will eine Geige hören. Und die anderen... die andere wollte ja auch Musik hören. Ich meine, ich fühle das. Musik ist toll. Na, spricht gar nichts dagegen. Aber dann kommen wir hier doch noch nicht weiter. Ist okay. Wir wollten ja eh erstmal zum Stall. Der Turm wäre auch gleich in der Nähe, das ist sehr praktisch. Da können wir dann auch noch hingehen. Aber jetzt erstmal wirklich, wirklich Stall, Stall, Stall. Du bist in Sorge. Meine Güte, du machst dich selbst zu dieser Zeit noch auf den Weg? Du willst doch etwa nicht etwa auch nach Goronia? Falls ja, nimm dich bitte vor Goronien mit seltsamen Steinen in Acht. Wenn du diesen Bergpfad in Richtung Stadt hinaufwandest, wirst du ein Restaurant erreichen. Aber vor einiger Zeit habe ich einem Reisenden den Weg gezeigt. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass er zurückgekehrt wäre. Okay. Gerone mit seltsamen Steinen. Ja. Junge Gerone lassen Arbeitsschleifen und spielen Reisenden übel mit. Seltsame Steine dabei. Okay. Alles klar, danke für die Info. Stall des Waldes, nice, genau den brauchen wir. Endlich, endlich, es ist mein, das Geschirr, nach dem sich mein Herz so sehr sehnte. Und dafür musste ich nur etliche Wildpferde registrieren und Nächte in Ställen verbringen. Aber das war's wert, Stallpunkte sammeln lohnt sich eben, dabei ist der Hengst keine Möhre. Okay, er erzählt mir nur die Stallpunkte. Mich interessiert dein Geschirr überhaupt nicht. Akala im Nordosten. Okay. Ich sehe jetzt nicht, was du mir hier für einen Mehrwert bietest. Von daher passt das erstmal. Oha. Okay, der Typ ist wahrscheinlich nur jetzt gerade nachts da. Das heißt, da müssen wir mal sofort hinlaufen. Bevor der wieder weg ist. Gib mir Geld. Oh. Nice. Gib mir mehr Geld. Gib mir noch mehr Geld. Ah, schade, jetzt ist er weg.
Nü ist er weg. So, aber den haben wir ja auch jetzt schon länger nicht mehr, ne? Da ist er. Hoffentlich ist alles gut. Oh, und hier ist ein Höhleneingang. Kilton, hallo Reisender. Wolltest du diese Höhle hier betreten? Tut mir leid, aber das ist jetzt ein schlechter Moment. Kilton? Oh, Kilton. What? Koltin? Ich glaube, ich gib's auf. Koltin? Ich hab dir gleich gesagt, dass es sinnlos ist. Du willst zum Satori werden, zu dieser legendären Kreatur. Anstatt diesen unmöglichen Traum zu verfolgen, sollst du mir lieber mit meiner Monstersammlung helfen. Ja! Das will ich nicht hören. Ich werde zum Satori, ganz bestimmt. Ich habe ihn immer bewundert und geliebt. Ich musste bloß an ein Mayoi-Signum gelangen. Oh, wir sind hier genau richtig. Dann könnte ich zum Satori werden. Und das Gerücht stimmte. In der Höhle lebt tatsächlich ein Mayoi, ein Wesen, das genauso leuchtet wie Satori. Aber es hängt dort unerreichbar hoch an der Wand und bewegt sich blitzschnell weg, wenn man ihm zu nahe kommt. Okay, Mayoi für dich zu fangen, ja, habe ich ja gerade schon öfter gemacht. Gegenleistung anbietest, findest du sofort jemanden. Okay, also kann ich jetzt gleich mit dir quatschen, weil ich drei Millionen Stück davon habe? Ja. Ein Mayoi-Signum. Ich habe ganz viele. Nee, ich will eigentlich nicht deine Geschichte anhören. Du willst zum Satori werden, das habe ich verstanden. Ja. Ja. Man muss ein rätselhaftes Wesen namens Mayoi finden, das dunkle Höhlen liebt und so bläulich schimmert wie ein Satori. Und dann muss man sein Mayoi-Signum sammeln, dass es fallen lässt, wenn es geschwächt wird. Aus diesem Grund habe ich mich diese Höhle gewagt. Okay. Ich hab doch aber welche. Ja, gib es doch. Also nimm's doch einfach. Hier, bitte. Guck mal. Das ist ein Mayoi-Signum. Bist du sicher, dass es echt ist, Koltin? Diese elegante Form, der bläuliche Glanz. Ja, kein Zweifel, ein echtes Mayoi-Signum. Yippie, mein Traum rückt in greifbare Nähe. Ich werde zum Satori werden. Vielen Dank, hier ist deine Belohnung. Bockblin-Maske, okay. Kilton hat diese eigenartige, niedliche Maske selbst an. Trägst du sie, halten Bockblins dich für eine der ihren, solange du ihnen nicht zu nahe kommst. Nice. Ich sammle Sachen, die einen wie Monster aussehen lassen oder originalen Monsterteilen sehr ähnlich sehen. Okay. 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 Verzehren will er das. Okay, ja, alles klar. Guten Appetit, ne? Kuriosen Gefühl ist er erfüllt. Ja, ich auch. Mehr, ich brauche mehr. Ein einziges reicht nicht. Ich brauche viele. Mein Pfad steht fest. Kilton, ich werde auf Reisen gehen und Mayoi-Signer sammeln. Ja, also meinen Segen hast du natürlich. Viel Glück, mögen die Mayoi-Signer dir nur so zufliegen. Danke, Bruder, du bist der Beste. Reisende, danke für deine Hilfe, aber das war erst der Anfang. Ich werde herumreisen und Mayoi-Signer sammeln. Falls weitere von... Ja, ich hab doch genug. Ja. Ja, wie geschafft? Ich hab doch noch viel mehr für ihn. Wieso ist der jetzt weg? Mein Gott. Und ich sollte auch langsam aufhören. Ich möchte zum Dorf Taburase in Akala. Reisende, danke, dass du meinem kleinen Bruder geholfen hast. Vielleicht kannst du ihn ja auch weiter unterstützen, wenn du auf deinem Reisen bist. Ich werde versuchen, über seinem Aufenthaltsort auf dem Laufenden zu bleiben. Komm nach Taburase und frag mich. Also muss ich jetzt erst wieder... Okay. Das heißt aber, ich krieg von dem so Monsterkleidungsstuff. Okay. Ja komm, dann gehen wir gleich in die Höhle und machen die gerade mal schnell. Dann haben wir jetzt ja tatsächlich geklärt, was es damit auf sich hat. Ah, da ist er sofort auch. Das scheint dann diesmal keine große Höhle zu sein. Sehr gut.
Okay. Ey, das ist überhaupt keine Gro... Hä? Okay, jetzt aber. So, das heißt, ich muss den einfach immer wieder finden und dann kann ich da weitermachen. Mit den Signi. Signen. Keine Ahnung. So. Haben wir noch irgendwas? Nö, das war's, glaube ich, oder? Vor allem, die hauen schnell ab, so. Sei halt nicht unfähig. Okay, das war's. Dann können wir zum Stall weitergehen. Wobei wir jetzt ja sogar schon rausgefunden haben, was es mit den Signen auf sich... Was hat der für eine Mehrzahl verwendet? Egal. Was es mit diesen Mayoi-Dingern auf sich hat. Ist das eine Truhe? Nee, doch. Das ist eine Truhe, oder? Das ist eine Truhe. Jetzt ist die Frage halt, ist die wahnsinnig wichtig? Ich wüsste ja, wie ich hinkomme, aber dafür muss ich halt Eisfrüchte opfern. Aber gut, ich habe ja 71 Stück. Also was soll's. Toll. Mein Gott. So. Komme ich schon ran? Nein. Das wird ganz schön klein. Das ist schlecht. Oh, das ist ganz schlecht. Oh, das ist ganz schlecht. Scheiße. Warum sind die jetzt so schnell geschmolzen? Mist. Kann ich das irgendwie schieben? So ein bisschen zumindest. Irgendwie an den Rand schieben. Bewegen wir uns? Keine Ahnung, ob wir uns bewegen. Doch, wir bewegen uns schon so ein bisschen, ne? Oh, aber ich muss jetzt erstmal selber an den Rand. Ja, wir gehen unter. Alles klar, Link. Ja. Okay, ich bräuchte ein Holzbrett. Die Eisdinger funktionieren leider gar nicht. Ja, komm. Hier im Stall sind bestimmt genug Holzbretter, dann machen wir es damit. So, erstmal Brunnen. Erstmal ein bisschen weiße Ziegel fotografieren. So. Dann Brunnen-Action. Ah, oh, das ist so eine Heilquelle, okay. Aber mehr nicht. Das war die ganze Brunnen-Action. Okay. Dann geht's wieder nach oben. Gut. So, was gibt's hier noch? Zum Todesberg. Einfach direkt auf den Vulkan zu. Lava ist abgekühlt, neue Straße geformt, auf der es sich ganz leicht laufen lässt. Okay. Vom Stall am Berge den Todesberg hinauf führt. Okay. Es ist eine uralte Straße, auf der es vom Monster nur so wimmelt. Okay. Gut, er labert nur rum.
alles klar. So. Ah, da haben wir doch schon. Da haben wir doch schon das Objekt der Begierde. Um die Truhe zu bekommen. Aber der kann immer nicht schmelzen. Dauert jetzt zwar ein bisschen, bis ich den in die richtige Richtung gedriftet habe. Mann! Dreh dich doch einfach so, dass ich auf dir stehen bleibe. Wie wär's damit? Alter! Ist dieses Ding dumm. Oh, Zitterforelle. Hi. So, guck mal, jetzt haben wir eine schöne gerade Kiste. Da können wir jetzt schön hochklettern, wollte ich gerade sagen. Alter, das ist doch... Okay, das ist, das ist mit der Kiste ja mal sowas von dumm. Und das ist alles nur für eine Kiste, wo wahrscheinlich maximal ein paar, keine Ahnung, Pfeile drin sind oder sonst was. Keine Ahnung. So. Wir nähern uns der Sache. Du willst doch nur so ein bisschen bewegen können, das Ding. Es ist unfassbar. Guck mal, können wir jetzt einfach... Alter, ich kann nicht auf dem Ding stehen bleiben, ne? Es geht wirklich nicht. Ist das traurig. Ist das ein Quatsch? Na komm. Dann halt nicht mit einer Kiste. Ich komm wieder mit. Ich komm wieder mit einem großen Holzding. Da! Da! Das nehme ich jetzt. Und jetzt ist Ruhe. Jetzt will ich nichts mehr hören. Oh, hätte ich den Brunnen auch abdecken können? Nein, am Brunnen ist es fest. Okay. So. Nee. Scheiß auf die Kiste. Mein Gott. Das ist besser gut. Wow. Das Ding ist jetzt echt stuck, ne? Ich krieg's nicht mehr da raus. Wow, ich hab's komplett gestuckt. Ne, ich krieg's nicht mehr raus. Oh, oh, okay, krieg's wieder, ich krieg's noch raus. So. Jetzt habe ich die Truhe, die Kiste schon die ganze Zeit mitgenommen. Jetzt will ich sie auch noch kaputt machen. Yes!
Okay, so. Was gibt's sonst hier so Tolles? Ich glaube, das Wichtigste war Kilton. Die ist auch aus Dings wahrscheinlich, Hateno. Ja, du willst auf Kleidung hinaus. Ja. Kleidung, 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 Mode, Mode, feuerresistente Kleidung in Goronia. Obala, ich habe mir hier gerade das halbe Headset rausgerissen. Weil ich mich schon wieder bewege und dabei alles rausrupfe. Mann! So. Ja, seltsam aussehende Steine habe ich kapiert. Ja, ich bin auf der Hut. Okay, danke für die Info. Gut. Was Spannendes? Nein. Sag mal, der Zeitungstyp müsste doch auch jetzt hier theoretisch irgendwo rumgeistern. Ich gehe erstmal außen rum. Ja, da ist er. Let's go. Oh, die hat eine Geige. Ja, let's go. Die Nacht, in der sich die große Fee zurückzog. Okay, ich kann jetzt erzählen, dass die eine Geige will. Als es geschah, einige Zeit nachdem der Kataklysmus uns heimgesucht hatte. Die große Fee zeigte sich plötzlich nicht mehr. Wir waren besorgt, doch als wir losfuhren, um einen Besuch abzustatten, hatten wir selbst einen Unfall. Es war entsetzlich, entsetzlich. Plötzlich sprang eine Frau mit blondem Haar direkt vor unseren Wagen. Hallo Zelda. Das Pferd bekam es mit der Angst und lief davon. Doch noch schlimmer traf es einen der unseren sozusagen, ein Vollmitglied des Ensembles. Der Allegro hat Räder einge... Ja, wow, ich muss Räder ranbauen. Das ist ja richtig schwierig. Okay. Ah, und wenn ich die zusammensetze, geht das ganze Ensemble auch weiter. Und das ist ja die andere Fee, die das Ensemble haben will. Ja, sie versteckt ihre Knospe, weil sie die Geige hören will. Ja. Ich kann euch sagen, dass sie die Geige hören will. Wir möchten für die große Fee spielen. Ja, dann macht das doch. Okay, es muss, also ich muss... Okay, ja, 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 alles klar. Ah, sieh an, Herr Kollege, ich wusste nicht, dass du in der Gegend bist. Bla, bla, bla. Kommst gerade recht, es gibt Arbeit. Ja, komm, wir haben das alles schon längst kapiert. Wir brauchen den Text jetzt nicht noch weiter ausdehnen. Ah. Ja, große Fee tragen, fragen wir. Wir finden es raus. Doch so hastig, ich weiß, was ich machen muss. Lass mich in Ruhe. Alter. Nein, wir rekapitulieren den Scheißdreck. Ich weiß alles. Komm, geh mir nicht auf Keks. Alter, dieses Gelaber. Wir wissen's. Mein Gott. So, Reifen her. So. Das hat nicht funktioniert. Das hat auch nicht funktioniert. An das Ding ran. Okay, das geht. Ja, doch, genau so. Ja, vielleicht ist nur richtig. So. Jetzt drehen wir den Kollegen erstmal so, dass das wieder da drauf ist. So. Jetzt schön gerade ransetzen. Wunderbar. Und dann der noch. Gott. Na. Jetzt ist er wieder von dem Stein runter. Mann! So. Nein. Jetzt aber. Jetzt will ich nichts mehr hören.
Ja, euer Wagen ist repariert. Ich fahre euch. Ja, ja. So. Wir sollen absteigen? Nein, ihr sollt nicht absteigen. Achso, jetzt muss ich das mit einem Pferd machen, oder was? Okay, Pferd. Pferd abholen. Yay. Ich will ein Pferd mitnehmen, und zwar ein Pferd, was wie Ausstattung ändert. Pferd abholen. Goldi hat doch schon Ausstattung, ne? Das müsste doch passen. Jawohl, sehr schön. Sattel mit Geschirr. Ist doch dran, oder? Bin ich jetzt doof? Ah, nee, Geschirr. Da. Ah, so brauchen wir das. Zaumzeug wechseln. Es ist mir so egal. Ja, passt so. Okay. Ja. Ja. Höhlenverbrennungen. Okay, okay, okay. Also wir brauchen trotzdem immer noch Stuff. So, aber jetzt Goldi erstmal hier zum Wagen. Bitteschön. Stopp. Toll. Ich muss Goldi also vernünftig parken, dass das funktioniert. Kannst du rückwärts? Yes. Hat ja gut funktioniert. So. Let's go. Hallo. Wieso gehst du jetzt nur geradeaus? Ich drück... Hallo. Hä, ich kann nicht steuern. Ist das Ding so kaputt, dass ich nicht steuern kann? Stopp. Muss ich das so... Also muss ich es richtig vernünftig verbinden, ja? Hallo. Oh mein Gott, ist das dumm. So, wir gehen wieder vor. Jetzt rollt das Ding alleine weiter. Ja, ich meine, es ergibt ja Sinn. Das ist ja der, das ist ja das zum Steuern. So. Aber wenn es, also wenn die das so genau wollen, dann sollen sie es halt auch bitte angenehm machen, das da festzumachen. Und nicht so albern, weil das ist... die Steuerung von dem Pferd ist... Alter, das regt mich gerade richtig auf. Ich will doch nur, dass du darüber gehst. So, stopp. Jetzt bewegt er sich. Lass das. Du dummer Wagen. Zurück mit dir.
passt es jetzt. Ich kann zumindest alle Richtungen drücken. Ah, es sieht schon besser aus. Ah, es sieht schon besser aus. Alter, ist das dämlich, solche Wägen zu ziehen. Also, real talk. So, ich weiß aber immer noch nicht, was so schwer gewesen wäre, jetzt mit einfach nur einer... mit der Geige da hochzulaufen. So. Ich sehe das Problem nicht. Aber was soll's. Sag bitte nicht, dass ich die bis zum Ensemble, also bis zu dem anderen dann tragen muss. Ich hoffe, die machen das selber. So, ja, los geht's. Ich will die Geige hören. Wir haben es geschafft, die erste Fee ist. Pfui! Wir haben eine Feenquelle. Kuckuck. Jahuhu! Alles klar, ja, ja. Super Mario. Oh, sieh nur, Violan. Die große Fee zeigt sich. Ja, sie ist wahrlich erhaben. Du hast es geschafft, Kollege. Ich habe gesehen, wie sich die Knospe geöffnet hat und bin sofort hergeflogen. Das ist sie also, die große Fee. Ah, diese sanften Klängen konnte ich nicht widerstehen. Ich musste mich einfach zeigen. Doch was ich hier erblickte, unterscheidet sich sehr von Prinzessin Zeldas Schilderung. Sie sprach von einer Welt voller Miasma, die den Monstern anheimgefallen ist. Da beschloss ich, mich zu verstecken. Aber da ich nun darüber nachdenke, bei dieser Prinzessin Zelda hatte ich... Ich sag doch, das ist eine Fake-Zelda. Ich sag's doch die ganze Zeit. Ich sag doch, da stimmt was nicht. Haben wir doch schon längst gecheckt. Es war nachts, da konnte ich ihr Gesicht nicht deutlich erkennen. Vielleicht habe ich sie also verwechselt. Okay, ja, es ist eine Fake-Zelda. Wir sind uns der Sache einig. Ja. Die hat ihr also Angst gemacht, dass sie nicht rauskommen soll, diese Fake-Zelda. Ich verstehe. Zwei Gerüchten um Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Violetta Rubin. Und ich krieg das erste Kleidungsstück von Klete. Okay, nee, Kurierstoff nur. Na gut. Okay. Ja, Färberei hat Tenor. Ich weiß auch nicht, warum das wichtig sein soll, aber gut, wir können es ja einfach mal mitnehmen. Okay. Ciao. Aber ich muss halt sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Texte sind so... Man weiß halt, was sie sagen. Es ist so... Ne? Ich lese es einfach nicht vor, weil mir die Zeit dafür zu schade ist. Ich lese es für mich und ihr seht es ja auch. Das ist halt nur Gelaber. Also so leid es mir tut. In der Menge, die man hier halt hat, ist es für mich nur Gelaber. Ja, ihr könnt jetzt mit der zur nächsten Fee mit eurem Ensemble. Wie wär's damit? Ja. Okay, die wollen noch mehr werden. Ah, die wollen für alle großen Feen dann spielen. Okay, ich verstehe. Also jede Fee hat dann damit zu tun, scheinbar. Okay. Ihr habt beschäftigt gewirkt, daher wollte ich mich schon in meine Knospe zurückziehen. Doch ja, bemerkte ich, dass ihr darüber sprach, meine Schwestern aufzumuntern, und so hielt ich inne. Insgesamt sind wir zu viert. Okay, drei weiß ich schon, die vierte weiß ich noch nicht. Und ich hörte, dass sich auch meine Schwestern ihren Knospen verbergen. Ja.
Die weiß ich auch. Und die dritte? Ja, okay, da waren wir noch nicht. Okay. Mhm. Ich war um sie besorgt, nachdem ich den Sommers kenne, bin ich zuversichtlich. Solltest du noch andere Knospen sehen, sprich bitte unbedingt auch mit meinen Schwestern. Bei der Gelegenheit müsstest du das hinaus. Ja, das vielleicht können wir schon was tun. Lass mal gucken, was wir dafür machen müssen. Also ich will auf jeden Fall die Angriffskleidung. Ach, geht nicht. Die Angriffskleidung kann sie nicht verbessern. Das hier könnte sie, wenn sie was hätte. Und hierfür bräuchte man 3 Schwertgras. Okay, aber 3 Schwertgras klingt voll machbar. Na, dann gucken wir doch jetzt mal, was alles so geht. Okay, Bockblinhorn, ja, let's go. Muss ich jetzt jedes Mal... Okay, man kann wieder nicht... Okay, doch, ich kann es überspringen. Gut. Sehr schön. Manche Sets erhalten nach 2-maligen Verstärken aller zugehörigen Blindschuhe einen Set-Bonus. Ja. Nur manche Sets. Ja, immer weiter. So, das geht jetzt schon nicht mehr. Die Kraft der Fee reicht nämlich nicht aus. Okay. Wir machen einfach alles, was geht. Aber guck mal hier, Bockblindherz, da muss ich jetzt... So viele kann ich gar nicht. Hier bräuchte ich nämlich auch 3. Ja, das kann ich schon nicht komplett machen. Ah, dafür braucht man Leuchtsamen. Okay, aber die sind dann super easy. Also die Leuchtkleidung ist super easy. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wunderschön. Ja. Jo. Auch sehr schön. So, weiter. Will ich dieses Schneesturm-Ding verstärken? Ich meine, es kostet überhaupt nicht viel, also let's go. Ja, auch das Flederbeißflügel auch ganz easy. Nehmen wir einfach mit. Sehr schön. Ja, und jetzt hört es halt so langsam auf. Das geht auch noch. Und für das andere brauche ich aber dann Bockblindherzen. Ja, muss ich halt ein paar Bockblinds erledigen. Müssen wir halt mal ein paar Bockblinds erledigen. So. Ah, dann nehmen wir jetzt mit, was noch geht. Wir nehmen mit, was noch geht. Vom Gelee her passt's ja. Das ist nicht das Problem. Die Bockblindherzen reichen halt nicht aus. Und ich meine, es geht auf 7. Also das ist schon... schon wichtig. Und sobald wir 3 Schwertgras haben, können wir dann auch noch das Angriffsding verstärken. Das wäre auch sehr gut. Ja, mehr geht nicht, habe ich verstanden. Du kannst dich erstmal zurückziehen. Ich komme auf dich zurück. So, jetzt müsst ihr doch auch theoretisch Feen rumschweben. Habe ich mir so gedacht. Hier schwebt gar nichts rum aktuell. Na, die kommen vielleicht noch. Gut. So, aber dann haben wir schon mal die Fee geklärt. Ist doch auch... Also, ihr wisst, wie ich es meine. Ist doch auch schon mal was. Hol dir vielleicht noch den letzten Apfel. Wie wär's damit? Na, dann halt nicht. So. Dann können wir jetzt den Rest vom Stall noch mitnehmen.
Guck mal, wir sind schon wieder bei 46 Minuten. Wenn ich nämlich jetzt den Stall doch noch im letzten Part angefangen hätte, wäre genau das passiert. Wir hätten schon wieder einen 1,5-Stunden-Part. Es ist so traurig, wie schnell das geht. So, die sind jetzt weg, okay. 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 Da gibt's was zum Fotografieren. Heugabel. Ja, Waffentasche ist natürlich voll. Was auch sonst. Hast du mir was zu erzählen? Forschungsgruppe, Reisender. Neue Tierart. Okay, neue Tierart, Pferdefreunde. Bär und Rhinoceros. Okay. Alles klar. Was ist dein Problem? Das erste Mal hier willkommen ist der Stall des Waldes. Brave Kinder müssen jetzt ins Bett. Das Himmelsland anschauen. Irgendwas suchen das vom Himmelsland runter. Okay, da ist eine Quest. Da ist eine Quest. Das machen wir direkt. Oh, Schwertling. Hatten wir da noch gar nicht. Alles klar. Ab dafür. So, hier noch mal was spannend. Aber das ist, glaube ich, immer nur so das gleiche Gelaber. Leerer Bilderrahmen. Pferdefreunde, Bilder aufgeklärt in der schönen Aktion. In allen Stellen leere Bilderrahmen. Ja, ein schönes Bild. Nahe Goronia gibt es einige bekannte Thermalquellen. Das wäre ein Bild einer Quelle. Okay. Also braucht jedes ein spezielles Foto. Bild von einem Goronen in einer Thermalquelle. Okay, alles klar. Nebenaufgaben. Gut. Okay. So, jetzt brauche ich kurz ein Feuerchen. Und dann können wir einmal bis zum nächsten Tag. Hier ist es. Ich will nicht mit dir reden. Ich will zum nächsten Tag. Dann kann man nämlich noch die Quest mit dem Jungen machen. Und dann hören wir auf. So, ist er schon hier? Wo bleibt die Sonne? Okay, der ist noch. Dann, ach Mann, ich will nicht mit dir reden. Dann machen wir halt bis mittags. Dann ist die Sonne auf jeden Fall da. Gut. Das hat richtig toll funktioniert. Du suchst also auch noch irgendwas, das vom Himmelsland runtergefallen ist, oder? Ja. Fällt ein großer Kasten runter. Richtig. Hui. Ja, glaube ich dir. Ja. Ach wow, das war überhaupt kein... Das war einfach nur ein Hinweis, dass so Steine hier runterfallen. Okay. Hat sich ja richtig gelohnt mit dem Feuer. Ja gut, aber dann haben wir hier, glaube ich, jetzt alles gemacht, was wir machen konnten, ne? Hast du was Hübsches für mich? Terry. Wow! Sa, sa! Pfeil, Leuchtsamen, Frostländer, Schächse, Wachsächse. Nee, danke. Ist okay. So. Gut. Ja, aber dann können wir theoretisch zu dem Turm im nächsten Part laufen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.
und sage tschüss.